Ja, damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend aus der schönsten Stadt der Welt, aus Dresden. Vorab bitten wir zu entschuldigen, diese kleinen technischen Probleme. Konrad, jetzt haben wir dir deinen Auftritt genommen. Leider heute keine Vorberichte gehabt von den Gästen. Boah, die direkt zum 0:1 einnetzen. Es ist der Mann, der gerade von der Strafbank gekommen ist. Max Gerlach, trocken abgezogen. Da schlägt es oben im Eck ein. Fanghandseite von Danny aus den Birken. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Gerlach zieht da ins Zentrum, nutzt den Stream, den ihn ja, Niklas Mannes dann sozusagen bietet. Hier nochmal aus der Hintertorperspektive. Den sieht aus den Birken wahrscheinlich relativ spät, geht dann über die Schulter. Bindels. Andres. Ja, macht das clever. Sieht er den eingelaufenen Matem Rasek. Wem entschieden hat und uns über Spray TV zuschaut. Seifert von der blauen Linie, aber freie Sicht dafür aus den Birken. Fischer. Ja, und das ist das 2:0 für Bad Nauheim. Marius Erk erwischt da Dresden eiskalt. Hat sich Bad Nauheim da gut im Drittel festgesetzt und spielt es dann auch richtig stark raus. Hier der Pass von Reddicky auf Fischer und er sieht den eingelaufenen Marius Erk. Oh, nächste Riesenchance für Bad Nauheim und das war der Torschütze zum 1:0, Max Gerlach. Boah, wichtiger Schläger und gute Chance für Danny Bindels. Wieder Kaufmann. Oh, gute Übersicht von Tim Kaufmann. Abschluss in die Fanghand von Danny aus den Birken und wir haben das nächste Powerbreak. Glücksgriff geworden sein. Ansonsten die Bad Nauheimer haben ja auch die Qualität im Kader da weiter oben mitzuspielen. Silvester Scheibe zurück an die blaue Linie. Oh, Gerlach, dem sollte nicht so viel Platz lassen und dann rutscht die Scheibe über die Fanghand von Danny aus den Birken ins Tor zum 3:0. Erneut ist es der Amerikaner im Dress des EC Bad Nauheim. John Bull, Schuss von Suvanto. Die wahrscheinlich jüngsten nicht mehr oder nur noch wenig zum Einsatz kommen. Von Porschberger in den Schussweg stellt. Letzte beiden Spielminuten laufen. Andres Florek zieht er die Scheibe da am Tor vorbei. Wieder Turnbull. Oh, jetzt die Scheibe dann mal ins Tor reingearbeitet. Sykora zum 1:3. Das ist leider nur Ergebniskosmetik, weil wenn wir auf den Spielstand in selbst schauen, die haben das 4:1 erzielt. Hört diese lauten Rufe, schießt, aber da war Travis Turnbull auch gar nicht in der Schussposition in der möglichen Möglichkeit jetzt für Florek. Scheibe geht raus und jetzt das 4:1, 0,7 Sekunden. Vor dem offiziellen Ende ist es Brandon Reddicky, der hier den Schlusspunkt setzt. Und damit für Bad Nauheim Big Points hier in Dresden.
Die nehmen wichtige 3 Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs mit. Haben optimale Voraussetzungen. Zumal sie ja am Sonntag auch noch ein Spiel haben. Dresden muss diesen bitteren Gang in die Playdowns gehen. Da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es nichts dran zu rütteln. Man hat am Sonntag spielfrei, da kann man nur noch von der Couch aus in die anderen DL2-Arenen schauen. Das Ergebnis in Selb